Hallihallo. Heute reden wir über die Tatsache, dass ich überhaupt Videos aufnehmen kann, über fehlende Wärmeleitpaste, über Weihnachten und vieles mehr. Bleibt dran, viel Spaß. Hallihallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Vanilla Staffel 2. Ja, hier seht ihr mal unsere Landschaft von oben, weil ich bin auf diesem Bäumchen hier. Warum bin ich hier oben? Ganz einfach. Ich wollte mal hier das Holz abbauen. Und so einen Mammutbaum, ne? Und deswegen bin ich hier hochgegangen. Wird jetzt ein paar Minuten dauern. In der Zwischenzeit könnt ihr ja den Kanal abonnieren, falls ihr noch kein Abonnent seid. Oder ein Däumchen hochgeben, wenn ihr meint, das Video gefällt euch. Würde ich mich sehr freuen. Aber ich muss sagen, die Aussicht hier oben ist super gut. Vielleicht sollte ich mir ein Baumhaus bauen, ne? Alles ist möglich. Mal schauen. Ja, ich hoffe, eure Woche ist bisher gut verlaufen. Was mich irgendwie so ein bisschen wundert, ist momentan das Wetter. Am Montag war es sau warm. Dienstag und heute wieder kühler. Morgen soll es wieder 5 Grad wärmer werden als heute. Also schon irgendwie verrückt, ne? Und am liebsten hätte ich es gern, dass es mal richtig Winter wird. Aber das ist ja momentan, da ja, weiß nicht, Spätsommer oder so. Ja, ohne Scheiß. So. Ja, keine Ahnung, gibt da jetzt gerade hier so Klimakonferenzen. Aber Meinung nach wird sich da irgendwie wenig ändern. Weil um wirklich was auf der Welt zu verändern, müssten ja so ziemlich alle Länder mitmachen. Wenn aber so große wie China, USA und Indien oder so da nicht mitmachen, dann lohnt sich das ja gar nicht. Es muss schon wirklich ein Großteil der Welt mitmachen. Aber gut. Klimapolitik soll heute nicht das Thema sein. Ich wollte mit euch heute über Wärmeleitpaste reden. Nee, ich habe hier des öfteren PC-Abstürze und wusste halt nicht, woran es lag. Die ganzen Tests haben funktioniert, waren super gut. CPU in Ordnung, Prozessor in CPU. Speicher meine ich, ist in Ordnung. Grafikkarte auch okay. Die ist zwar nicht die beste, aber wenigstens funktioniert sie. Ja, und die Temperaturen waren halt immer sehr hoch. Und wenn ich dann gewisse Spiele gespielt habe, ist er halt abgestürzt bzw. eingefroren. Ich habe mir dann heute Wärmeleitpaste besorgt, weil ich gehofft hatte, dass es daran lag. Ja, also war dringend auch nötig. Da war ziemlich keine Wärmeleitpaste mehr da zwischen Prozessor und Lüfter. Aber wenn ich sehe, dass meine CPU gerade schon wieder 77 Grad hat, da habe ich ja schon wieder Angst, dass er gleich wieder einfriert. Vielleicht habt ihr ja Tipps, was ich machen kann, dass der Prozessor nicht so heiß wird. Ich glaube, spätestens bei 80 Grad oder so kackt er ab. Naja, muss ich mal schauen. Ja, da haben wir schon 78 Grad. Schauen wir mal, wie lange er durchhält. Ja, lass mich mal auf den Kalender schauen. In 2,5 Wochen ist Weihnachten. Wie schaut es bei euch denn aus? Habt ihr schon Weihnachtsgeschenke beisammen? Oder sagt ihr mal, ist ja noch genug Zeit? Also ich bin ganz ehrlich, ich habe noch nichts. Also nicht, weil ich nichts schenken will, sondern ich weiß nicht. Ich finde immer die besten Geschenke so unter Druck, so 2 Tage vor Weihnachten. Und
dann ist der Druck noch größer, weil man dann Sachen finden muss, die ja noch innerhalb von 24 Stunden lieferbar sind. Ja, ich liebe Herausforderungen. So wie diese hier. Ah. Na, ich will wieder hier hoch. Wird aber eh gleich wieder Nacht. Gehen wir auch mal rein, was essen. So, haben wir denn leckeres? Mmh. Essen ein bisschen Seetang heute, macht satt. Nom, 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 nom. Das für jemanden, der gar keinen Sushi mag, ne? Gut. Guten Morgen zusammen. Habt ihr auch so gut geschlafen wie ich? Jo. Dann sammeln wir noch ein bisschen Holz ein. Grad. Ah, mein Prozessor macht mir Freude. So. Okay, mal gucken, ob wir alle erwischen. Ja, den erwischen wir. Aber irgendwo muss noch einer hängen. Ach Gott, da oben. Da sehe ich noch was drin. Weg. Ja, heute, wenn ihr die Folge seht, ist schon Donnerstag, der 6. Das heißt Nikolaus. Und habt ihr eure Stiefel schön voll gefunden heute? Wisst ihr, was lustig ist? Wir haben auf Arbeit einen Adventskalender. Also ich und mein Azubi. Ja, ich habe einen eigenen Azubi. Und wir haben uns einen Adventskalender geholt und dann mache ich die ungeraden Türchen auf und sie die geraden Türchen. Und morgen hat sie Berufsschule und da hat sie gesagt, kann ich heute schon die Tür aufmachen? Bin ja morgen nicht da. Ja, weil sie unbedingt wissen wollte, was unter das 6 drin ist. Es war natürlich ein Nikolausstiefel. Was sonst? Ja, aber ich finde, es wird irgendwie, gerade zum Nikolaus, übertrieben geschenkt. Weil, ich weiß nicht, zum großen Geschenk, also zum großen Schenken ist Weihnachten da. Da kann man auch mal ein größeres Geschenk machen. Aber zum Nikolaus oder auch zu Ostern, kenne ich das so, dass es eher so kleine Sachen gibt. Also weiß ich nicht, so für 10, 20 Euro oder so höchstens. Aber heute kriegen ja die Jugendlichen schon das zum Nikolaus, was ich quasi zum Geburtstag und Weihnachten zusammengekriegt habe. Also auch wenn die Eltern vielleicht das Geld haben bei den meisten. Man muss doch seinem Kind nicht bei jedem Anlass gleich hier mit irgendwelchen übermäßigen Geschenken überhäufen. Weil da kriegen die Kinder irgendwie ein falsches Weltbild und denken halt, meine Eltern mögen mich, weil sie mir viel schenken. War bei uns ein bisschen anders. Ich meine, gut, ich gönne jeden, der die Möglichkeit hat, seine Kinder reich zu beschenken, aber
gibt halt so Anlässe, wo ich sage, da ist es okay und da halt nicht. Aber muss letztendlich jeder selber wissen. Bei mir in der Kindheit war halt Zuneigung und Liebe und Geborgenheit sehr wichtig. Und ich bin auch sehr glücklich gewesen in meiner Kindheit. So wie die Spinne jetzt denn nicht mehr glücklich sein wird. Hallo? Und tot. Da haben wir die Bäume dann endlich weg. Ja, aber schon eingangs angekündigt, dass es heute nicht so produktiv sein wird. Aber der PC hält noch durch, 79 Grad. Was wir noch wegräumen könnten, wäre das hier. Na. Könnte man ein schönes Beet hermachen und Pflanzen ersetzen, oder? Falls ihr euch was anderes hier vorstellen könnt, dann sagt mir Bescheid in den Kommentaren. Oder in meinem brandneuen Discord. Link in der Videobeschreibung. Könnt ihr mit mir über alles plaudern, auch über, keine Ahnung, alles, was euch bewegt, was ihr wissen wollt. Einfach kurz anschreiben. So. Aber wenn ich auf die Uhr schaue, sehe ich, dass das Video schon wieder zu Ende ist. Wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, hinterlasst mir ein Däumchen nach oben da, dann weiß ich Bescheid. Und wie gesagt, wenn du noch kein Abonnent bist, darfst du das sehr, sehr gerne tun. Mich unten abonnieren auf dem roten Button. Und ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche. Hoffe, ihr kommt übers Wochenende gut durch. Und lasst euch nicht ärgern, ja? Alles klar, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, euer Blacksat. Tschüss.